Konnichiwa minasan! In dem heutigen Video möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wir uns Internet in unserer neuen Wohnung bzw. in diesem Haus hier besorgt haben. Ihr seht schon, der Hintergrund ist einfach nur weiß, also relativ kahl, aber da wird natürlich jetzt über die Zeit noch was hinkommen. Ich muss erstmal ein paar Sachen suchen, die ich da in den Hintergrund stellen kann, deswegen tut mir leid, erstmal ein bisschen weiß. Das Internet. Ja, wir sind gestern, also am 1.7. sind wir eingezogen hier in diese Wohnung bzw. in das Haus und haben auch direkt vorher schon mit Softbank gesprochen. Das ist eine Firma hier in Japan, eine sehr große Firma, die unter anderem eben auch Internetleitungen anbieten oder Internet eben da verschiedene Verträge auch haben. Die haben, glaube ich, das höchste, was die anbieten, sind 10 Gigabit und 5 Gigabit gibt es dann auch noch und ja, bei uns gibt es 1 Gigabit, das ist hier in der Region, wo wir wohnen, eben nur verfügbar. Was heißt nur? Also das ist ein Traum hier. Also die Schnelligkeit ist ein Traum. Ich lade diese Videos hier wirklich in Sekunden hoch. Es geht super schnell. Das mussten wir aber vorher machen. Wir haben 2 Wochen vorher dann eben bei Softbank angerufen und auch bei anderen Internetanbietern. Die meisten anderen Internetanbieter haben uns gesagt, das dauert ungefähr einen Monat, bis wir das Internet dann nutzen können, was für uns natürlich ein bisschen zu lange war, weil wir schon in 2-3 Wochen dann umgezogen sind und ich für meine Arbeit eben auch Internet brauche. Als wir dann bei Softbank angerufen haben, haben die gesagt, ja, nö, das können wir in 2 Wochen machen. Wann wollen sie denn haben, dass der Anschluss gelegt wird? Und wir so, ja, okay, am 1.7. wäre vielleicht ganz schlecht, ganz gut, könnten sie da? Und wir meinen, ja, okay, 1.7. machen wir. Und dann waren die in der Tat gestern auch schon da. Ich habe mir das natürlich alles angeguckt, konnte ich jetzt auch kein Video da machen, weil man sonst direkt die Umgebung sieht, wo genau wir jetzt wohnen und ich die Leute auch nicht einfach filmen möchte, die das gemacht haben. Aber die haben wirklich die Internetleitung verlegt, neu verlegt. In Deutschland ist das ja so, da muss die Straße irgendwie aufgerissen werden oder irgendwas gemacht, wenn das am Haus nicht liegt. Hier ist es so, alles ist oberirdisch. Das heißt, es waren 2 Leute da von dieser Firma, die das eben machen. Der eine stand mit der Leiter so ein bisschen bei der Straße abseits, hat da oben dann irgendwie dieses Kabel verlegt. Wirklich, die haben in der Oberleitung das Kabel dann da irgendwie neu rein verlegt. Und der andere stand dann hier auf dem Balkon, hat das Kabel angenommen, hat das Kabel über unseren Balkon durch die Klimaanlage unten in die Klimaanlage irgendwie reingemacht und zack, dann an der Wand heruntergeführt, sodass es da jetzt in so einer Steckdose hat er dann da eingebaut und da kommt das Internet einfach raus. Und es ist ein neues Kabel hier bei uns in der Straße an der Oberleitung dran. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber das ist das Praktische, wenn man Oberleitungen hat. Das heißt, man kann das super einfach und super schnell verlegen, dieses neue Internet. Und dann da auch 1-Gigabit-Leitung, das machen die mal eben so, ohne Probleme, auch wenn das Haus hier hatte vorher überhaupt gar keinen Anschluss an sich. Sondern das haben die wirklich jetzt alles neu hier gelegt, innerhalb von einer Stunde. Ungefähr eine Stunde hat das gedauert und er hat uns dann auch so einem, ja, das ist glaube ich kein Router, ich kenne mich damit nicht so gut aus, sondern das ist ein Gerät, wo das Internet reingeht und von diesem Gerät mussten wir dann mit einem LAN-Kabel den Router verbinden und von dem Router kann ich dann in meinen Laptop und so Internet bekommen. Das hat er uns auch noch direkt mit angeschlossen, sodass wir also nur noch das LAN-Kabel in den Router machen mussten und ja, schon haben wir also Wi-Fi gehabt, hier WLAN gehabt ohne Probleme und ich auch mit dem Laptop. Ich musste das natürlich noch anmelden, das musste ich dann noch machen. Wir haben vorher von Softbank natürlich den Vertrag zugeschickt bekommen. Und wir haben auch ein Passwort dann eben für diesen Internetzugang zugeschickt bekommen. Das musste ich beim Router dann eingeben. Und zack, schon hatten wir Internet. Und zwar sehr, sehr schnell. Also wir haben eine 1-Gigabit-Leitung gebucht. Das heißt natürlich, es kommt nicht alles hier an. Das ist das gleiche wie in Deutschland. Man bucht irgendwie eine 100.000er Leitung und da kommen dann aber nicht 100.000 an. Ein großer Unterschied vielleicht zu Deutschland aber noch. Hier wird Upload und Download, das wird nicht unterschieden. Bei uns in Deutschland ist es ja glaube ich so, wenn du eine 100k Leitung kaufst, dann ist das mit der Download gemeint, aber nicht der Upload. Hier in Japan ist das gleich. Das heißt, wenn die 1-Gigabit-Leitung sagen, dann ist der Upload theoretisch maximal 1 Gigabit und der Download ebenfalls. Ich blende euch hier irgendwo mal so einen Speedtest ein, den ich einfach gemacht habe. Dann könnt ihr mal ungefähr sehen, was hier ankommt. Hängt natürlich aber auch immer von Tageszeit ab, wie viele Leute das jetzt gerade benutzen und so. Aber es ist super, 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 super schnell. Und es reicht absolut für Stream ohne Probleme. Es reicht für Videos hochladen ohne Probleme. Also es reicht. Es ist einfach super schnelles Internet. Und ich fand das wirklich sehr faszinierend, wie das funktioniert hat. Wie er dieses Kabel einfach verlegt hat.
und jetzt haben wir Internet. Das ist was, was natürlich in Deutschland undenkbar ist, weil wir in Deutschland diese Oberleitungen gar nicht haben. Gibt einige Leute, die sagen, ja, mich stören die Oberleitungen in Japan, ich finde, das sieht nicht gut aus. Ich finde, das sieht ganz gut aus, also ich mag das eigentlich und ich habe damit auch gar kein Problem. Und es hat eben den großen Vorteil, dass es viel, viel schneller geht, wenn man mal eben Internet an ein Haus bringen möchte, an dem vorher überhaupt gar kein Internet war. Und dann hast du direkt eine 1 Gigabit-Leitung und kannst hier, weiß ich nicht, Livestream, YouTuben oder was auch immer man machen will. Nun gut, kommen wir doch mal zu den Preisen. Wir haben so ein Family-Paket, heißt das, bei Softbank. Das heißt, da ist wirklich nur diese 1 Gigabit-Internet-Leitung drin. Da können wir so viel benutzen. Wir wollen haben natürlich keine Datenbegrenzung. Und das kostet uns im Monat 5.200 Yen. Ohne Steuern. Ne, da kommen nochmal 8% Steuern drauf, also 5.200 Yen ist der Betrag ohne Steuern, was uns die Internetleitung, diese 1 Gigabit-Leitung pro Monat kostet. Dann müssen wir auch noch eben diesen Anschluss bezahlen, also die zwei Menschen, die hier gestern da waren und dann dieses neue Internetkabel in die Oberleitung reingebaut haben, die müssen wir auch bezahlen. Und da sagt Softbank jetzt, ja, das hängt immer von der Region ab, wo man genau wohnt. Sie haben so einen Voranschlag, das steht dann im Vertrag drin, so ein Voranschlag von 25.000 Yen und sagen dann aber, dass sich das nochmal ändern kann, wenn die Leute hier sind und feststellen, ah, wir müssen dann noch dies und dies machen, weil das Haus liegt kompliziert oder so, dann kann es nochmal mehr werden. Das, was wir aber jetzt von Softbank bekommen haben, was sie gesagt haben, was wir zahlen müssen, das sind 6.200 Yen, das heißt, wir haben die 5.200 von diesem Paket und bezahlen über einen 2-Jahres-Vertrag mit jedem Monat 1.000 Yen jetzt diesen Anschluss. Also diese beiden Menschen, die das für uns gemacht haben, die bezahlen wir ab. Das ist dann automatisch im Preis drin. Wie gesagt, 2-Jahres-Vertrag, das heißt, es wird dann einfach automatisch verlängert, wenn wir nicht kündigen. Falls wir vor den 2 Jahren kündigen, falls wir jetzt nach einem Jahr sagen, wir ziehen um, wir möchten den Vertrag kündigen, dann müssten wir nochmal ungefähr 10.000 Yen zahlen, um aus dem Vertrag rauszukommen. Aber das würde theoretisch auch gehen. Also man kommt schon aus dem Vertrag raus, man muss dann aber eben diesen Anschluss hier komplett zu Ende bezahlen, dann auf einmal und eben eine Gebühr für die Kündigung des Vertrags von ungefähr 10.000 Yen. Rechnet man jetzt alles zusammen plus die Steuern, dann zahlen wir 6.696 Yen pro Monat für dieses Internet, für diese 1 Gigabit-Leitung hier in Japan. Das ist eigentlich recht günstig, wie ich finde, also wenn man das mal mit deutschen Preisen vergleicht und dann auch damit vergleicht, was in Deutschland von der Internetleitung dann wirklich ankommt, dann ist das ganz okay im Vergleich zu anderen Anbietern hier, ist das auch ganz okay. Es gibt zwar noch 1-2 Anbieter, die wären irgendwie im Monat dann ein paar Yen billiger gewesen, aber das hätte nicht so schnell funktioniert. Und ich finde, Softbank ist eigentlich auch eine ganz gute Firma, ist jetzt keine Werbung, ich habe keinen Werbevertrag mit denen, nur damit ihr Bescheid wisst, sondern ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung, sondern ich habe einen ganz guten Eindruck von denen. Ich bin gespannt, wie das jetzt funktionieren wird, ob das Internet auch so durchhält, aber da gehe ich von aus, das sollte es auf jeden Fall tun. Und ja, so ist das, so macht man das mit dem Internet, das heißt, ihr ruft einfach irgendwo an, manchmal haben die auch so Kampagnen. Wir haben zum Beispiel eine Kampagne jetzt bekommen, dass wir die Anschlusskosten wieder zurückbekommen. Das heißt, nach einem Jahr überweist uns Softbank 24.000 Yen, das sind ungefähr die Anschlusskosten, Kosten, ein bisschen mehr noch, aber die überweisen die uns dann, weil wir eben übers Telefon diesen Vertrag abgeschlossen haben. Da gab es nochmal so eine Cashback-Aktion, was auch immer, die haben wir genommen. Das heißt, am Ende des Tages bezahlen wir zwar die Kosten für den Anschluss, bekommen das aber hinterher von Softbank eben auch wieder. Ist auch eine ganz gute Sache, wie ich finde, bekommt man das dann einfach zurück. Also im Grunde haben wir dann pro Monat nur diese 5.200 Yen mehr oder weniger, die wir dann zahlen. Und das ist ein sehr, sehr guter Preis, finde ich, wirklich für die Geschwindigkeit. Es hat alles super geklappt. Innerhalb von einer Stunde waren die wirklich fertig. Und es klappt, es funktioniert. Ich kenne das so nicht leider. Aber klar, in Deutschland gibt es auch natürlich Mitarbeiter, die können das super und machen das dann. Aber es ist wirklich, ja, es ist der Wahnsinn, wie die das gemacht haben, wie schnell das ging. Und ja, ihr habt ja gestern das Video schon gesehen. Es war halt direkt online. Von den Preisen, finde ich, geht es auch. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare mal schreiben, ob ihr findet, dass das teuer ist, wie ihr oder was ihr darüber denkt, dass ihr das einfach über die Oberleitung macht. Findet ihr Oberleitungen schön oder nicht? Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, so macht man das aber in Japan, wenn ihr in einem Apartmenthaus wohnt, dann geht das im Grunde auch so. Da müssen die auch das Internet kurz anschließen. Da ziehen die dann meistens keine neue Linie, weil diese Apartmenthäuser, da wohnen ja viele, viele Leute drin. Und die haben das meistens schon, wenn die das bauen, dann haben die schon für die Internetleitung da was gelegt. Das heißt, da ist es ein bisschen einfacher und da sind die Kosten für den Anschluss wahrscheinlich auch nicht so hoch wie jetzt bei uns. Obwohl, ich sag mal, 200 Euro dafür, dass sie das jetzt gemacht haben, na gut,
Das ist okay, finde ich. Also da, wenn man in Deutschland sagt, ich muss die Straße aufreißen, um einen neuen Anschluss zu legen, das kostet, glaube ich, ein bisschen mehr als das, was die hier gemacht haben. Also insofern finde ich, ist das auch okay. Aber man muss eben immer da anrufen und es dauert so ungefähr 2 bis 4 Wochen, je nachdem, bei welchem Anbieter man dann das Internet nimmt, bis man den Anschluss hat. Das heißt, wenn man weiß, ich kann in die Wohnung zu dem und dem Zeitpunkt, dann sollte man vorher vielleicht schon mal telefonieren und fragen, ist da eine Firma, die das für mich machen kann und dass die das dann eben auch vielleicht am Tag des Einzugs macht. Dann habt ihr das weg und habt direkt seit dem ersten Tag Internet. Nun, das soll es gewesen sein von diesem Video. Ich hoffe, es war interessant für euch und ich hoffe, ihr freut euch auf den Hintergrund, denn der wird in der nächsten Zeit natürlich noch sehr gefüllt werden. Mein Schreibtisch ist auch bestellt. Im Übrigen, der kommt nächste Woche. Am 6.7. gibt es natürlich auch den ersten Livestream hier aus dieser Wohnung. Ich hoffe, da seid ihr auch dabei. In diesem Sinne aber erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung. Da könnt ihr dieses Projekt und mich durch eine direkte Spende unterstützen. Ihr könnt mal bei meinen Online-Kursen vorbeischauen, wenn ihr Hiragana, Katakana lernen wollt oder Japanisch im Allgemeinen. Oder ihr könnt auch meinen Amazon-Affiliate-Link benutzen. Das würde mich auch sehr freuen. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich bekomme noch eine kleine Provision. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!